Hallo alle miteinander, willkommen zurück. Wir sind wieder bei The Binding of Isaac und wir spielen nochmal The Binding of Pokémon. Das kam ja sehr gut bei euch an. Ich dachte mir, ne, da lassen wir uns nicht lumpen. Wir spielen heute mit Azazel, denn das dürfte Glurak sein und das sieht bestimmt ziemlich geil aus. Aber ich muss sagen, ich habe mir gerade mal jeden Charakter durchgeguckt und die Charaktere sind alle wirklich sehr, 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 sehr cool. Also eventuell stelle ich euch noch den einen oder anderen Charakter vor, also vielleicht machen wir noch ein, zwei Läufe, wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst mich das auf jeden Fall wissen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit Azazel ins Spiel, den habe ich mir noch nicht angeguckt. Das soll Glurak, du alter Homeboy, wie geht es dir? Alter, das sieht ziemlich cool aus. Ist es nicht 100% jetzt so, dass ich sagen würde, doch, das ist einfach nur, oh fuck my life. Das ist einfach nur geil. Das ist unfassbar geil. Wir sind einfach fucking Glurak. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Das war ein guter Sprung. Ja, das war ein wirklich guter Sprung. Das muss ich dir lassen. Alter. Naja, ist halt Azazel. Ich spiele nicht so gerne mit Azazel. Aber ja, für eine Runde mit Glurak kann man das mal machen, denke ich, ne? Da sind wir alle, ja, da sind wir alle am Start. Ja, das ist jetzt auch nicht das beste Item der Welt, aber, ne, was muss, das muss. Keine Ahnung. Wenn der Glurak mal Durchfall hat, dann scheißt er Bomben. Ich weiß es doch auch nicht, Leute, ja. Das ist auch nur eine Vermutung, ja. Ich bin da auch einfach nicht involviert so sehr in dem Thema. Oh, das soll ein Dickter sein. Das ist ein bisschen dünn. Ja, ein bisschen dünn, der kleine, süße, dicke Dickter. Aber sieht schon ganz cool aus. So, was das für ein Pokémon ist, ne? Ihr habt mir ganz viele Kommentare geschrieben, welche Pokémon wir da gesehen haben, Leute. Vielen lieben Dank dafür. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Kommentare zu lesen. Ja, cool, dass ihr die alle wiedererkannt habt. Das ist natürlich mega cool. Ja, das Pokémon gerade kannte ich auch nicht. Aber ist nicht so schlimm, ne? Und manche Pokémon... Übrigens, genau, was ich noch... Oh, da war ein Bibo. Habt ihr... Guck mal, das ist... Oh, ein Quapsel! Habe ich Quapsel letzten Part schon gesehen? Alter, guckt euch mal an, wie unfassbar geil dieser Bibor. Gab's den im letzten Part schon? Oder habe ich den übersehen? Oder gab's den vielleicht einen Patch? Ich weiß es nicht, ey. Weiß irgendeiner von euch, ob diese Mod noch in Entwicklung ist? Ich muss ja wirklich sagen, ich feiere die. Ich feiere die unfassbar stark. Also, oh, solche Mods zu spielen macht mir so viel Spaß, wisst ihr? Ich würde die halt gerne sehen, wie sie einfach komplett umgeschaltet ist, wisst ihr? Weil hier die Ebene zum Beispiel, ne, die ist halt noch nicht geändert. Und das ist jetzt nicht so mega schlimm, aber, ne, mit einer geänderten Ebene wäre es einfach cooler. Das ist halt einfach so, ne, finde ich persönlich halt einfach so. Und deswegen wäre halt einfach cool, wenn das noch weitergemacht wird. Aber ich weiß es halt auch nicht. Hä? Okay, das ist ein Ammonitas. Nee, oder ein Amoroso. Ich glaube ein Amoroso. Ah, ich bin mir nicht genau sicher. Entweder Ammonitas oder Amoroso. Ach, das ist Kane's Other Eye. Aber wie krass, Alter. Wie krass das einfach aussieht. Jetzt haben wir hier so ein zweites Pokémon am Start. Okay, den habe ich ein bisschen schnell getötet. Der sah auch komisch aus. Waren die Dickters auch schon letzten Part drinne? Ich habe den letzten Part, ja gut, ich habe den vor drei, vier Tagen aufgenommen. Also schon ein bisschen her. Vielleicht habe ich hier, vielleicht gab es ein Update. So, was sollt ihr sein? Ich weiß nicht, das ist doch kein Nocturne, oder? Mir wurde auch geschrieben, dass irgendwo Nocturne war. Ich bin mir unsicher, weil, also ich würde von mir grundsätzlich behaupten, dass ich Nocturne erkennen würde, aber ja, anscheinend nicht. scheiße, ich hätte gerne... Ja, wunderbar. Ich kaufe mir das blaue Herzchen, wobei das ein bisschen doof ist, weil wenn ich jetzt einen Devil Deal gleich bekomme, wo ich eventuell dann, ja, meine... Ja, keine Ahnung. Egal. Ja, besser so. Das sind, glaube ich, habt ihr mir geschrieben, wie die heißen? Auf jeden Fall, danke dafür. Ich habe es nicht vergessen. Nee. Niemals denken, ich hätte den Namen vergessen, okay? Niemals. Oh mein Gott, ich hasse es einfach so sehr, ne? Ich hasse es einfach so sehr. Okay, bevor wir das mitnehmen, gehen wir in den Devil Deal. Ja. Ich würde das voll gerne mitnehmen, aber ich kann nicht. Ich kann
Ich bin tot. Ich bin ein toter Mann. Ich bin Azazel. Ich wäre ein toter Mann, wenn ich das Item mitnehmen würde. Ist ein bisschen schade. Wenn ich das ein bisschen besser gespielt hätte, hätte ich das mitnehmen können, das Rotten Baby. Aber ja, so ist es nun mal, ne? So ist es nun mal. Alter, aber die B-Boss, ne? Die sahen so geil aus. Wisst ihr, was cool wäre? Wenn man die blauen Fliegen umändern könnte in Smetbos. Das wäre der übelste Shit, Alter. Der übelste Shit. Das wäre der übelste Shit. Auch hier wieder die Ebene. Die Musik im Hintergrund ist mega nice, ne? Oh, wir haben goldene Bomben. Eine goldene Bombe. Jetzt haben wir unendlich Bomben. War gerade ein goldener Voltoball. Das sah auch sehr, sehr cool aus. Es wäre halt der Shit, wenn die Ebene jetzt noch geändert wäre und vielleicht noch ein paar Items. Ich weiß, es ist alles viel Arbeit, wisst ihr? Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute hier an der Mod arbeiten und so weiter und so fort. Aber, oh Mann, ey. Sau nice einfach, sau nice, wirklich. Oh, guck mal hier, Kapuzel. Heißen die nicht Kapuzel? Oh, wie die heißen, weiß ich wieder nicht, ey. Das könnte sein, dass... Ja, was ich noch sagen wollte, ich glaube, das habe ich jetzt nicht zu Ende geredet. Ich habe ja gestern mit The Lost gespielt, ne? Und The Lost war ja ein fucking, Ninja Tom. Genau, Ninja Tom. Was lustig ist, weil ich heiße Tom und wenn ich Ninja wäre, dann würde ich auch Ninja Tom heißen. Also schon mal ein großer Pluspunkt für The Lost. Aber das war ziemlich lustig, weil Ninja Tom ist ein Pokémon, das nur ein KP hat. Und das kann man halt nur mit kritischen Treffern töten. Und das ist natürlich hier, ja, das passt halt sehr gut auf The Lost, ne? Muss man sich halt einfach vorstellen, der erste Hit, den man immer bekommt in jedem Raum, ist halt quasi kein kritischer Hit. Und der zweite ist dann halt ein kritischer Hit. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall cool gemacht, muss ich sagen. Auf jeden Fall cool gemacht. Was macht das denn hier? Oh, ich will es haben. Och, Leco Mio und The Blanco, ey. Scheiße, ich könnte noch... Mann, ich hätte vielleicht vorher mal den Goldraum suchen sollen. Vielleicht bleibt der Devil Deal nochmal offen, aber ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Och, Mann. So, Dick da. Oh mein fucking Gott, ey. Das wäre auch cool, wenn das zum Beispiel Dicktrees wären. Ich weiß halt nicht, inwiefern man die Skins wirklich ändern kann, weil... Ja, ob man die auch von der Größe her ändern kann oder ob man die nur umskinnen kann. Ey, das sind jetzt auch Relaxos. Ich glaube, das war vorher nicht so. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Leider ist hier kein Würfel. Okay, nice. Ein bisschen Geld gegen Probleme. Ach ja, wir haben ja unendlich Bomben, stimmt. Oh, das ist kein Onix. Das könnte ein Onix sein, ne? Ja? Nur mal so am Rande. Ich bekomme zu viel Damage. Das ist so typisch. Das ist halt einfach so. Das können Raupis sein, ne? Oder Hornlio. Auf jeden Fall. Würde voll gut passen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wollte ich sagen, hier mit, Luck Up. Nice. Lost Cork. Ich weiß leider nicht, was macht Lost Cork? Steht das nicht dabei? Warte mal. Increase Radio für den Creepy Produce. Oh, ich mach keinen Creep, also brauche ich das nicht wirklich mitnehmen. Okay. Ich muss wirklich ein bisschen aufpassen, weil ich nicht ganz so. Ganz so viel. Oh mein Gott! Ich bin gleich tot. Oh, ich spiele so scheiße. Mein fucking Gott. Ja, ey, es ist halt so ungewohnt mit Azazel zu spielen. Wisst ihr, mit so einem kleinen Brimstone. Ich komme da gerade überhaupt nicht drauf klar, wie man vielleicht sieht. Und ich bin so gut wie tot. Es wäre schön, wenn ich mal ein HP abfinden könnte. Wisst ihr, ja gut, ich habe einfach zu viel Damage bekommen auf den ersten beiden Ebenen. Das war einfach, also, das war so schlecht gespielt. Das ist unfassbar. Ich habe dafür auch eigentlich keine Entschuldigung. Trotzdem möchte ich versuchen, mich zu entschuldigen. Ja, ich entschuldige mich bei, vor allen Dingen bei Schwester Joy, die immer für mich da war und die ich jetzt enttäuscht habe. Wisst ihr? Das tut mir leid, Schwester Joy. Gib Rocco doch eine Chance. Er liebt dich und dich und dich. Ah, ja, come on. Oh, es waren Trollbomben. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Oh mein fucking Gott. Oh, siehst du geil aus. Oh mein...
Oh mein Gott, sieht der gut aus. Oh mein Gott, bin ich gleich tot. Bitte, bitte treffen Sie. Bomben, bitte treffen. Ich bin sowas von tot. Ich bin ein toter Mann, Leute. Egal, dann machen wir einfach nochmal. Ich meine, das ist Azazel. Normalerweise haben wir mit Azazel sehr schnelle Läufe. Ich bin sowas... Oh mein Gott, Alter. Wieso machst du so einen grünen Schleim-Relaxo? Bist du irgendwie krank? Hast du dir ein Virus eingefangen? Ja, keine Ahnung, Mann. Geh mal zum Arzt, ey. Also Schwester Joy, die hilft dir. Wirklich, hat die mir auch geholfen. Auch als ich ein bisschen Liebe brauchte. Die hat einfach gesagt, komm her, meine Brust. Und dann hat die mich ganz fest gedrückt und ich hab ihre Brust gespürt in meinem Gesicht. Das war so schön. Okay. Sehr schön. Ich laufe hier mit einem halben Herzchen rum, wenn es sein muss, bis ich tot bin. Versteht ihr? Das ist lustig. Ja, wenn es sein muss. Ich habe die Chariot-Karte. Also ich habe halt eine Notfall-App am Start. I can see forever, okay. Ich habe hier quasi eine Notfall-App. Alter, what the fuck? Na komm, hey, wo kam der blaue Wurm her? Oh, gib mir doch noch schlechtere Items. Weißt du, das Anarchisten-Cookbook, jetzt die Scheiße. Weißt du, gleich kriege ich wahrscheinlich noch irgendwie Isaac's Heart oder so. Ja, so eine Scheiß, Alter. Soll das vielleicht ein Arborg sein, diese blauen Würmer? Ich glaube, das soll kein... Oder vielleicht ein Dratini. Könnte auch ein Dratini sein, ey. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, goldene Schlüssel. Okay, boah, das wird schwierig. Als ob! Okay, come on. Nochmal. Jetzt aber ein bisschen cooler, ja? Ein bisschen besser der Lauf. Es tut mir leid, ja? Aber ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Bombe ein bisschen mehr Damage macht. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unbelievable. Aber egal, dafür können wir uns nochmal die Ebenen angucken, ne? Ist ja auch nicht hundertprozentig verkehrt. Gibt es ein Pokémon, das Bomben legt? Ha. Ich weiß nicht. Hier der Bomberman zum Beispiel, den müsste man halt vielleicht in irgendeinem Skin machen von einem Trainer. Und die Bomben, die er legt, die müssten dann halt wie Voltobälle aussehen. Wisst ihr, dass der Trainer halt Voltobälle spawnt. Das würde halt Sinn ergeben. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre halt schon... Oh, Tangela! What? Die gab's noch nicht. Die gab es 100... Oh, guckt euch mal die... Da sind Miraplas in den... Oh, guckt euch mal das Tangela an. Rastermann, ey. Rastermann, du geile Sau, ich liebe dich noch immer. Du warst mein bester Freund. Für immer. Ja. Alter, das muss ein Update gegeben haben. Ja, also so blind war ich doch nicht. Nee, nee. Justice. Oh, ein blaues Herzchen. Nein, Trollbombe, ey. Nein, 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 nein. Oh, ich habe Damage bekommen. Lord of the Flies? Midrange Fly Orbital. Was ist das für ein Pokémon? Ich weiß nicht genau. Sieht komisch aus. Das Problem ist, diese orangenen Fliegen, die ich da habe, die explodieren. Das ist halt wirklich ein Problem. Und ein Problem ist, dass ich die blauen Steine, glaube ich, gar nicht erkenne. Ich habe keine Bombe für dich, leider. Ne, aber Glück gehabt. Ich meine einen Voltoball. Ich habe keinen Voltoball für dich. Okay, ich hätte eine Bombe. Aber, naja, never mind. Die möchte ich gerne hier... Was? Wo kam denn der Damage jetzt her? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich hatte doch gar... Diese Schmuckstücke bringen mich auch um. So, immer ein AP ab, ja. Kann ich schon mal mit leben. Ich glaube, ich lege das Schmuck... Ich nehme das Schmuckstück nochmal mit. Das Problem ist, ich weiß nicht, wann dieses Schmuckstück mir eine Fliege produziert. Ich habe keinen blassen... Wer bist du denn? Hä? Wieso habe ich gerade einen zweiten Spieler... Ja, super. Gut. Was sage ich? Einfach so tun, als wenn nichts passiert wäre. Warum kam da gerade ein zweiter Spieler? Ich hab den nicht. Und wo kommen diese blöden Fliegen her?
Ich leg das jetzt ab, Leute. Ich töte mich damit nur. Es bringt halt nichts, ne? So gerne ich diese Fliegen auch hätte, weil die sind halt wirklich. Die machen halt unfassbar viel Damage, aber ich bring mich damit um. Und. Boah, Pantimos. Ein Pantimos. Oh mein Gott, wie gut siehst du aus! Ja. Das sind so die Pokémon, die ich liebe, ne? Ein Pantimos, ein Relaxo. Hier, Magnetilo. Die kenne ich noch alle, ne? Das sind halt meine Homeboys von früher. Weißt du, die haben mit mir auf dem Schulhof in der Grundschule gechillt, ne? Gut, das war eine Sammelkarte, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Das waren halt Freunde für mich. Ja, richtige Freunde. Tangela! Rastermann, du geile Sau. Ach, das ist ein Nocturn! Stimmt! Oh, ich finde auch diese Steine sehen mega cool aus. Das ist halt wirklich... Ich bin schon ein bisschen angetan von dem Ganzen hier. Okay, was mit dir passiert ist, weiß ich nicht so genau, aber ich... Ja, weißt du, wir... Gib mir mal dein Geld, ne? Wollte ich gerade sagen. Der hat doch bestimmt ein bisschen Kohle. Ne? Ein bisschen Geld gegen Probleme. Das nehmen wir gerne mit, das wisst ihr alle. Ah, mein Glurak ist bestimmt schon Level 15, mindestens. So. Ja, gönn dir mal Relaxo. Was soll das hier? Ah, ich habe keine Ahnung, wer du bist, ey. Du siehst voll komisch aus. Irgendein Fee-Pokémon. Alles andere würde mich überraschen. Muss ja irgendein Fee-Pokémon sein. Ja, wieder Devil Deal. Ich kann es wahrscheinlich wieder nicht mitnehmen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir... Ja, das ist eh nicht so wichtig. Ja, das ist eh nicht so wichtig. Aber wir haben den Goldraum noch nicht gefunden. Ja, das Item, was da im Devil Deal liegt, das macht das Devil Deal und ein Angel Deal spawnen. Wenn du einen bekommst, also irgendeinen Deal. Es spawnen halt immer beide und du kannst dann aussuchen, wo du reingehst. Aber ich würde sowieso gerne mit mit Devil Deal spielen. Ich habe eigentlich nicht so mega Interesse gerade an Angel Deals, deswegen... Wäre halt schon ganz schön, ne? So, ja, come on, Bumbo. Wann kommt eigentlich dein... Oh, ein Kiesling! Das ist doch ein Kiesling, oder? Ja, auf jeden Fall. Nice, ey. Okay, liebes Kiesling. Die Frage ist, wann kommt eigentlich Bumbos Spiel raus? Kommt es dieses Jahr raus? Ich bin sehr gespannt, ob Bumbo... Hier, The Binding of Bumbo? Nee. Wird es so heißen? Ich glaube nicht. Bumbo, The... Ja, ich habe diesen Schlüssel gebraucht, okay? Ich wollte unbedingt noch diesen Schlüssel kaufen. Das war mir wichtig. Ich gehe einfach mal weiter. Das Spiel von Bumbo. Ich bin gespannt, wie das wird. Ob das auch was Interessantes für mich wird. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, ob das wieder so ein Spiel wird, was du einfach 5 Millionen Jahre spielen kannst. Okay, ich verrate jetzt mal nicht ganz so viel. Aber ich nehme hier das Cursed Eye nicht mit. Okay. Hallo. Feuer gegen Feuer ist nicht sehr effektiv, aber ihr sterbt trotzdem, ihr Loser. Haha. Okay. Boom. Was sind das für komische Würmer? Ah, das Sterndu sieht wirklich ein bisschen doof aus, also weiß nicht. Das ist ja ein Wasser-Pokémon, ne? Warum sollte das an der Wand rumlaufen? Das ist halt schon ein bisschen, ja, ein bisschen komisch. Da könnte man noch eher einen Kleinstein hinmachen oder so. Oder, boah, keine Ahnung, irgendwas anderes in der Richtung. Ich hasse diese Pilze, die haben so viel Leben, ne? Da könntest du ausrasten, ey. Ja, will ich jetzt nicht haben. Wir gehen auf jeden Fall in den Shop rein. Ja, ich nehme das blaue Herzchen mit. Der Rest ist mir egal. Und dann würde ich sagen, top, die Wette gilt. Ich brauche den Boss. Und wir könnten, wenn wir jetzt gut zum Boss durchkommen, endlich mal einen fucking Devil Deal mitnehmen, ey. Ja, so langsam gewöhne ich mich an das Spiel hier mit Azazel. Wie gesagt, habe schon ewig, also... Ja. Oh, krass, die kenne ich auch. Aber ich weiß nicht, wie die heißen. Soll es ein Pflanzen-Pokémon sein? Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube schon, ja. Ich meine, das Blatt auf dem Kopf könnte ein Indiz dafür sein, aber ich will mich nicht festlegen. Ja, hinterher ist es doch kein Blatt und dann stehe ich da wieder voll Idiot. Oh, da war das neue Eulen-Pokémon. Das mag ich voll gerne, ey. Das würde ich gerne mal spielen. Also, das wäre fast ein Grund für mich. Oh mein fucking Gott. Das wäre fast ein Grund für mich, Pokémon Sonne oder Mond mal zu spielen, aber...
Ja, ich glaube, ein Pokémon alleine reicht nicht aus, um... Ich habe ja auch keinen 3DS mehr, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Okay, ich habe ein Problem. Und wir kriegen keinen Devil Deal. Das ist dein fucking Ernst, ey. Okay. Forever. Forever. Wollen wir nochmal die Geheimräume abchecken? Oh. Hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Also schon in Ordnung. Oh, mein Keysing hat sich entwickelt. Nice. Ja, wohin laufe ich jetzt? Keine Ahnung. Ja, die Geheimräume. Ach, das ist mir auch egal. Ja, wobei wir könnten eventuell in den Zacki-Zacki-Raum kommen durch den Geheimraum. Ja. Ich denke, das sollte man dann schon. Sollte man sich vielleicht auch einfach mal gönnen. Okay, hat sich gelohnt. Hat sich dick gelohnt, Alter. Jetzt sind wir unsterblich. Ja, nicht ganz, aber egal. Welche Ebene sind wir? Welche Ebene sind wir denn? Ebene. Die Nummer 4. Flooded Caves. Okay. Okay, eine Wasserarena. Hier könnte man eine Wasserarena als Stage machen, weißt du? So, keine Ahnung. Wo? Eine Wasserarena halt. Keine Ahnung, Mann. Auf mich zu nerven. Ich habe nur einen Vorschlag gemacht. Ich weiß nicht wie. Ja, ich bin ja nicht schlau. Ich bin ja kein Entwickler. Nee, das ist kein Arborg. Das wird schon irgendwie sowas sein wie ein Dratini. Ja, ich denke schon, dass es ein Dratini sein soll. Ich meine, es kann ja auch voll die krasse Attacke, ne, mit dem in vier Richtungen. Oh, danke für die Kiste, Alter. Oh, danke. Ich kann zwar schon fliegen, aber was soll's, ne? So. Eine Pille, will ich die nehmen? Okay, 48 Stunden Energie. Hä? Warum gibst du mir denn schon wieder eine Steinkiste? Du bist aber ein echt netter Typ. Aber muss ich schon mal sagen, ne? Da überlebt der Bossgegner einfach. Das ist schon frech. Hä, wie viele willst du mir denn? Okay. Okay. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, aber der kackt die ganze Zeit irgendwelche Steinkisten aus. Ich meine... Okay. Hä? Ja. Nee. Ich glaube es... Ich verstehe es auch nicht. Warum gibt es keine Goldkisten mit? Oder warum sind diese Kisten nicht als Goldkisten deklariert? So. Weißt du, ich meine... When used, plus minus small amount on random stat, random tier effect hooker in room, Faxapol. Ah, interessant. Faxapol Sprites. Das ist eine super Eigenschaft, ja, danke. Ich sollte wieder nicht so viel Damage bekommen, das ist halt einfach ein bisschen nervig. Aber es ist halt einfach alles auch ein bisschen ungewohnt, ne, mit Azazel. Mann, sterben sie doch! So. Kumpel, Kopf hoch. Danke. Geil. Warte mal, auf welcher Ebene bin ich? Auf 4, ne? B1 und B2. 2 Soul Hearts. Ja, ich glaube, die gönne ich mir. Oh, und ein Item. Nice. Mr. Dolly. Und ich krieg 3 rote Herzen. Wow, fuck my life, ey. Fuck my life. Now or never. I don't want to give a fuck forever. Okay. Ja, keine Ahnung, ey. I can see forever. Oh, eine Joker-Karte, Leute. Eine Joker-Karte. Oh nein, nein, nein. So eine Treubombe. Ich habe die Treubombe nicht gesehen, weil ich hier ihn, den Käfersammler, angeguckt habe. Wie krass sieht denn der Käfersammler aus? Guck dir, das soll bestimmt ein toter Käfersammler sein.
Wie krass der einfach aussah. Habt ihr ihn gesehen? Alter, der hat mich mega beeindruckt. Ja, schade. Wir haben schon ein weißes Herzchen, aber egal. Vielleicht hätte ich erst in den Devil Deal gehen sollen, aber vielleicht ist es auch ein Fehler, ne? Du weißt es nicht. Ah, man weiß es halt immer nicht vorher. Okay. Alter, der hat aber richtig viele kleine Brüder hier rausgekackt. Das ist ja unfassbar. Komm mal alle ran hier auf den Meter, genau. Wunderbar, dankeschön. Ein Angel Deal. Nein. Und so ein Kack-Item. Nein, Treubombe. Okay. Mein Kiesling hat sich schon wieder entwickelt. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, aber die weißen Kisten, die gönne ich mir jetzt. Wow. Ich würde sehr gerne... Ist auch egal. Ist auch egal, wisst ihr? Leck mich doch am Arsch. Ich glaube, das ist ein blauer Stein. Ja. Ja, Bob's Rotten Head. Was soll das darstellen? Keine Ahnung, aber ich nehm's mit. Vielleicht irgendwie ein vergifteter Voltoball oder so? Das könnte sein, ne? Irgendwie sowas in der Richtung. Sieht auf jeden Fall cool aus. Wir sollten vielleicht doch ein bisschen schneller werden. Ja, wobei, keine Ahnung. Also sollten es sowieso erstmal, ne? Einzige, was ich sollte, ist kacken und sterben. Kennt ihr diesen Spruch? Ich muss gar nichts. Das Einzige, was ich muss, ist kacken und sterben. Da gibt es auch ganz viele Variationen von. Es gibt auch Leute, die sagen... Ich muss gar nichts, ich muss nur, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat letztens jemand diesen Spruch gebracht, aber mit den anderen Sachen, die man muss. Ist auch lustig, ne? Ist halt so für jeden verschieden. Also ich muss auf jeden Fall kacken und sterben. Ja, kacken muss man halt eigentlich nicht, wenn man schnell genug stirbt, ne? Das ist halt so der Punkt. Aber man stirbt, man kackt halt schon relativ schnell auch, also. Ah, ich weiß doch auch nicht. Ich will einfach nicht sterben, wenn das in Ordnung wäre. In letzter Zeit habe ich manchmal habe ich über den Tod nachgedacht. Das ist jetzt vielleicht ein komisches Thema, aber never mind. Okay, wir haben zwei Joker-Karten. Dann gönne ich mir jetzt eine. Hallo Krampus. Ich auf jeden Fall manchmal denke ich über den Tod nach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme Krampus Head mit. Ja, ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich Angst davor. Manchmal habe ich Angst davor, weil, keine Ahnung, wisst ihr, was mich am Tod stört? Dass man halt einfach danach, das, ich weiß nicht, zum einen finde ich den Gedanken zu sterben irgendwie schwierig, weil das bestimmt wehtut und so und unangenehm ist und ich möchte nicht, dass das unangenehm ist. Das ist so meine erste Befürchtung. Ich frage mich auch immer, wenn Leute Unfälle haben oder so, ne? Das müssen ja Schmerzen sein, so. Ich weiß nicht, aber vielleicht merkt man davon halt auch nicht so viel, weil der Körper halt dann unter Adrenalin steht und so und man eh halt bewusstlos ist. Keine Ahnung, ja. Ich weiß halt nicht, aber vielleicht versteht ihr meinen Punkt da so an der Stelle. Auf jeden Fall, das stelle ich mir zum einen schon mal schwierig vor. Und dann, ja, das muss halt unfassbar langweilig sein, ne? Man weiß ja nicht, was nach dem Tod ist, so bla bla bla. Können wir jetzt viel drüber diskutieren, wissen wir alle nicht, aber... okay, eine Double Activate. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, können wir viel drüber diskutieren. Niemand weiß, was nach dem Tod ist, aber ich stell's mir halt langweilig vor. Wenn dann einfach alles vorbei ist und du... Keine Ahnung. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, weil es nicht bewusst ist, weil es dann kein Bewusstsein mehr gibt, aber... Ja, das stelle ich mir relativ langweilig vor. Das ist so dieses... Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr schlafen geht und ihr könnt nicht so richtig einschlafen, weil ihr darüber nachdenkt, dass ihr so... Also... Wie erkläre ich das jetzt? Also viele von euch schlafen wahrscheinlich gerne. So, das sei auch jedem gegönnt, aber... Ich bin jemand, der nicht unbedingt gerne schläft, weil ich finde Schlafen halt langweilig. Das ist, wie gesagt, das mag komisch klingen, ja. Ist aber so. Okay. Da war Mauzi, okay, wunderbar.
Perks brauchen wir nicht. Ja, ich würde sagen, top die Wette gilt. Ja, ich nehme die Blankard mit. Also, tut mir leid, aber... Ja, ich will, Blankard. Ja, ich will. Oh, das war knapp. Das war... Ja, da war ein Sack. Ich habe ihn gesehen, aber ich will jetzt nicht nochmal zurücklaufen. Was ist mit dieser Ebene los? Die ist unfassbar groß und verwinkelt irgendwie. Und ist trotzdem keine XL-Ebene. Das gefällt mir nicht. Auf jeden Fall, ja, vorm Schlafen gehen, ne? Wie gesagt, manche Leute schlafen gerne, ich schlafe nicht so gerne. Ich finde das halt in der Regel langweilig. Und ich bin so dumm, das wollte ich nicht. Joker. Ja. Hallo? Ah, ich hab... Ich wollte gerade Krampus Head einsetzen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Jetzt weiß ich auch warum. So, super. Also... Wenn ich manchmal einschlafen möchte, dann habe ich manchmal diesen Gedanken, dass ich gerne sofort wieder aufwachen möchte. Und dann denke ich darüber nach, wie lange es noch dauert, bis morgen ist und bis ich aufwache. Und dann kann ich das nicht so richtig abwarten und dann fällt es mir halt schwer, irgendwie abzuschalten, weil ich die ganze Zeit mir so denke, scheiße, das dauert ja noch ewig. So ein bisschen wie wenn man auf der Arbeit ist und keinen Bock mehr hat. Kennt ihr dieses Gefühl? Habt ihr das auch manchmal vorm Einschlafen? Oder bin ich da alleine mit? Wahrscheinlich bin ich da alleine. Nein, das kennen mit Sicherheit Leute von euch, ja? Komm. Mach den Papa mal glücklich hier. Den Papa. Ich bin ein Papa. Ja, mach den Cornel mal glücklich und sag ihm mal, dass er nicht bekloppt ist. Das wäre nett. So, ich gönne mir jetzt erstmal den Joker-Raum. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Genau. Und dann gönne ich mir vielleicht auch mal hier die blauen Flammen. Aber ich möchte nicht gegen den Engel kämpfen, oder? Ja, warum frage... Immer wenn ich frage... Oh, my fucking God! Fucking oh! Ei! No! Ein fucking legendäres Pokémon! Scheiß mir in den Mund, ey. Was ist denn hier passiert? Es tut mir leid, aber das hat mich gerade ein bisschen getriggert. Also einfach nur, wow. Da war einfach ein... Leute, wir müssen noch den anderen Engel sprengen. Das muss ja ein anderes legendäres Pokémon sein. Das ist ja ein anderer Sprite. Vielleicht ist es auch ein Ho-Ho, was nur ein bisschen rot ist oder so, aber... Vielleicht ist es ein anderes. Alter. Dann ist er einfach mal auf... So plötzlich, weißt du, so von hier... Ja, von... Alter, what the fuck. Ist da auf einmal ein fucking legendäres Pokémon. Und unser Kiesling hat sich zu Ende entwickelt. Der Motherfucker, Alter. Guckt ihn euch an, ey. Richtiger Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy. What you gonna do? Oh, danke. Nehme ich das mit? Ja, Ghost Baby. Ah, okay. What you gonna do when they come for you? Bad Boy, Bad Boy. What you gonna do? Kann ich ja mal aufheben. Gib mir halt 5 Bomben, ist okay. Brauche ich aber auch nicht eigentlich, also von daher. Ich würde gerne noch in den Boss Rush, weil ich mich da raus teleportieren kann. Deswegen, es wäre schön, wenn der Boss eventuell kommen könnte. Ich bin so... Ich habe meine Karte einge... Nein! Hilfe! Ich bin so... Boah, nein. Jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr rausporten. Was soll denn das eigentlich für Gegner sein? Da war ein schwarzes Herzchen, okay. Ja, scheiße, Alter. Scheiße, mein... Scheiße. Schaffen wir auch nicht mehr, wir sind zu schwach. Vielleicht sollten wir auch mal in die Hölle gehen. Also wir werden mit Sicherheit nochmal Pokémon spielen. Dann vielleicht übermorgen, mal gucken. Und dann gehen wir mal in die Hölle, weil der Teufel und so, es könnten natürlich auch neue... Könnten natürlich auch neu designt sein, ne? Und beim Teufel ist es immer wahrscheinlicher, weil... Der Teufel ist halt, ja, keine Ahnung, der ist oft verändert in Mods.
irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich. Ja, okay. Justice setzt jetzt Two of Spades. Two of Spades ist nice. Das ist auch eine Rune, ne? Das ist halt schon ziemlich geil. Okay. Wir haben es ein bisschen verkackt, ja, aber wir haben eine Perso-Rune. Und das ist auch eine gute Sache. Ja, man, unsere Joker-Karte ist weg. Ja, meine Güte. Das war ziemlich scheiße von mir. Was macht denn mein fucking Bumbo da? Mal wieder die Gegner tötet. Ja, stimmt, der macht ja auch Damage, ne? Ist ja klar. Ja. Ich habe, okay, hier ist wieder Onyx am Start oder so. Können wir da noch eine Bombe legen? Oh, was eine Combo, Alter, was eine Combo. Okay, hier gegen Slimer. Okay, was haben wir da für eine Karte? To the Moon? Ja, Mann, Bumbo, hast du mich gerade weggeballert? Wir sind Freunde, okay? Okay, aber er hat ihm eine Bombe in den Mund geschissen, also, ja. War schon okay, Bumbo. Ich brauche nur noch mal ein blaues Herzchen. Das wäre schon ziemlich nice. Und ich habe keine Ahnung, wo ich schon war und wo ich bin und wohin ich muss und... Ach, fuck my life, ey. Ja, auf jeden Fall sind das so meine Gedanken zum Tod. Ja, manchmal habe ich Angst. Manchmal nicht, manchmal schon. Weiß nicht. In erster Linie... Oh, fuck my life, ey. Jetzt habe ich halt den Devil Deal verkackt, ne? Das ist halt scheiße. Okay, Doppel-Purse-Rune. Kann man machen, muss man nicht. In den Säcken sind halt fast nie blaue Herzen. Das ist halt ein bisschen... Da finde ich halt ein bisschen schade, ne? Wenn das ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Wäre aber dann wahrscheinlich auch viel zu OP. Es ist so auch schon OP. Oh, fuck my life. Oh, das war wieder so dumm von mir. Ich habe halt nicht aufgepasst. Die Säcke sind so halt auch schon extrem OP, weil du halt so unfassbar viele Batterien bekommst, dass dein Spacebar-Item halt einfach unmöglich in die Höhe gepusht wird. Aber ja, blaue Herzen würden halt schon helfen, ne? Justice. Ja, fuck my life, ey. Okay, aber egal, wir können hier relativ oft würfeln. Dementsprechend dürfen wir nur nicht sterben. Gut ausgewichen, Glurak, gut ausgewichen. Du bist der Boy of the Hood. Kommst du wieder? Bist du wieder? Hallo? Der Boy of the Hood. Okay. Wir haben, nein. Wir haben, ja, brauche ich, ist halt grundsätzlich schon ein gutes Item, ne? Keine Frage, aber brauche ich natürlich nicht mit Azazel, respektive Glurak. Jesus Juice, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir nochmal die andere Rune suchen. Die dürfen wir dann nicht mehr einsetzen. Ich glaube, die lag hier irgendwo. Ja, und vielleicht noch eine Batterie irgendwo. Moment, fucking Gott. Oh nein, ich wurde schon wieder getroffen. Das lebt doch! Oh mein Gott. Ist hier nicht irgendwo eine Batterie? Willst du mich verarschen? Take me to the moon. Hier muss doch irgendwo eine Batterie sein, Alter. Das kann nicht wahr sein. Okay. Dann nehme ich das einfach mit, weil es gibt mir auch ein schwarzes Herzchen, was natürlich nicht verkehrt ist. Damit ich eben in der nächsten Ebene hoffentlich noch den Devil Deal bekomme. Oder den Angel Deal, was natürlich auch gut wäre. Weil ich da auch würfeln könnte. Ja, Angel Deal wäre vielleicht... Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe eine fucking 100% Chance auf einen fucking... Da will ich gar nicht einsammeln, ey. Es tötet mich nur. Da will ich doch... Ah, ich muss pinkeln. Scheiße, Alter. Ich will nicht pinkeln.
Nee, ich sammle das gar nicht ein, ey. Ich leck mich am Arsch. Ist hier irgendwo ein blauer Stein? Blauer Stein. Da-dam, da-dam, blauer Stein. Bum, bum. Ich darf halt einfach keinen fucking Damage bekommen. Oh, yes! Nein, 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 nein! Denk doch nach! Ich hätte mir unendlich blaue Herzen machen können. Also nicht unendlich, aber... You know what I mean, ja? Ah, denk doch vorher nach, Cornelius. Ach, fuck my life, ey. Aber egal. Zwei sind besser... Also zwei sind schon genug. Wir sind halt Azazel. Wobei, ey. So unfassbar stark sind wir halt gar nicht, ne? Wo habe ich jetzt Damage herbekommen? Wo? Habt ihr das gesehen? Ja, genau! Das ist... Das waren meine zwei blauen Herzen. Scheiße. Fuck my life. Ich bin... Oh nein. Oh nein. Ich komme damit nicht klar. Oh mein Gott, danke. Danke, liebes Spiel. Oh mein Gott, das habe ich nicht verdient. Das habe ich einfach nicht verdient, ey. The Hierophant. The Hierophant. Okay. Der Boss ist da unten. Sehr gut. Ey, Junge! Ich bin so dumm. Ich bin so ein dummer Mensch. Ich bin unfassbar, ne? Ich spiele heute so unterirdisch schlecht. Was bist du denn? Was ist das für ein Pokémon? Für ein Item da? Das schaue ich mir nochmal genauer an. Ist das ein Schneckmack? Ich glaube, das ist eine Schnecke. Oder? Sieht aus wie eine... Macht auch Sinn, ne? Eine Schnecke zieht eine Spur hinterher. Dürfte ein Schneckmack, ein Schmeckmack sein. Schneckmack? Ein Schneckmack. Ich würde gerne einmal in den Zaki-Zaki-Raum gucken, wenn ich schon da bin. Ich spiele auch heute langsam, ne? Langsam as fuck. Oh, da war ein Abra. Da war ein Abra-Kadabra. Simsalabum. Woher dieses blaue Herzchen kam? Keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal mit mir. Hui! Oh Mann, ey. Wenn ich hier den Devil Deal verkackt hätte, ne? Wir haben jetzt eine 62%ige Chance, dass wir einen Angel Deal bekommen. Das wäre auf jeden Fall zuckersüß. Oh, bitte. Bitte, lieber Gott. Bitte. Ich kann zweimal würfeln zur Not, ja? Wenn es mir wirklich so wichtig wäre. Je nachdem, was ich für Items bekomme. Bitte gib mir... Ich habe gesagt, ich entschuldige mich auch dafür... Ich habe gesagt, ich brauche keinen Angel Deal. Ich will eh auf Devil Deals gehen. Aber du hast mich überzeugt, Mann. Bruder, du hast mich überzeugt, okay? Also jetzt auf rumzubitchen. Bitte. Oh, die Mams hart mit Azazel ist immer schwierig. Aber wir haben ja Bumbo oder Kiesling oder wie auch immer der heißt. Keine Ahnung. Ach komm, als ob du nicht in der Lage bist, mir ein fucking... Ah, es ist auch ein... Ho-Ho. Heißt doch Ho-Oh, ne? Ho-Oh heißt es, glaube ich. Ah, war ein kleiner Grafikfehler. Habt ihr ihn gesehen, Leute? Spurt nochmal. Da war er wieder. Habt ihr ihn gesehen? Kleiner Grafikfehler bei dem Pokémon, aber das soll jetzt hier nicht... das soll nicht das Problem sein. Wollen wir Mega-Satan? Aber Mega-Satan mit... Och Mann, ich werde doch verlieren. Mega-Satan mit Azazel ist halt richtig eklig, ey. Ich hätte halt würfeln können. Hätte ich halt vielleicht... Aber was soll ich bekommen? Ich, ja, Sacred Heart oder so wäre schon geil, aber... So mit dem kleinen Azazel Brimstone ist es halt auch nicht so mega geil. Deswegen... Ist das ein neuer Raum? Den habe ich im Originalspiel, glaube ich, noch nie gesehen. Wir werden gegen Mega-Satan... Boah, das wird richtig schwierig gegen Mega-Satan, ey. Ich habe 10 Damage, ne? Aber es fühlt sich irgendwie nicht so an. Es fühlt sich nicht danach an. Und ich kriege wieder viel zu viel Damage, ey. Das ist so zum Kotzen. Warum spiele ich so schlecht, ey? Wenn wir den großen Brimstone hätten... Dann hätte ich keinerlei Bedenken, ob wir Mega-Satan besiegen können oder nicht, denke ich. Das sollte dann schon sehr easy sein. Auf die Distanz.
Ich glaube schon, aber ohne den großen Brimstone wird es halt auf jeden Fall schwieriger, ne? Das ist halt schon eine Tatsache, denke ich. Warum ist der gerade da oben in die Ecke gelaufen? Wollte der sich auch schützen, oder? Guck mal, der läuft immer nach oben in die Ecke. Warum? Und ich glaube, wir haben alles. Ja, einfach weiter. Jetzt können wir zweimal würfeln. Dann gucken wir, was wir für Items bekommen. Und dann top die Wette gilt, gehen wir einfach Megasatan schlachten. Vielleicht wurde Megasatan ja geändert. Das wäre halt schon extrem geil. Sticky Poison Tears until they die. Ich hätte das Mongo Baby nicht mitnehmen sollen. Das war ein Fehler. Das funktioniert nicht! Scheiße. Ich dachte eigentlich. Oder haben wir jetzt einen Laser um unser Brimstone herum? Nee, haben wir nicht. Lol, guck mal, was der da am Kinn hat. Hey, guck mal, was wir da machen. Was sind das für komische Tränen? Sind das diese komischen Sticky Poison Tears? Wir haben auf einmal 21 Damage. Ach ja, wegen Proptosis. Klar. Oh, fuck my life. Also, ich glaube, wir machen guten Damage. Ja, das können wir auf jeden Fall schon mal... Das können wir auf jeden Fall auf unsere Agenda schreiben. Aber wir haben so ein kleines Problem, was unsere Reichweite angeht. Hey, wer bist du denn? Habt ihr den gesehen? Der war ein bisschen süß, ne? War schon ein kleiner Süßer. Gibt es irgendein Pokémon, das besonders schnell ist? Lol. Weil wir da gerade den... Oh, mein fucking Gott. Nein, nein. Ich kriege ein bisschen viel Damage. Das ist halt, ne, selbes Problem wie immer. Aber ich mache auch unfassbar viel Damage. Das ist halt atemberaubend. Okay. Ja, das sollten wir gewonnen haben. Sage ich jetzt einfach mal so, ne? Wir haben gerade ein Damage von 30. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir haben gewonnen. Nice! Megasatan wurde leider nicht verändert. Megasatan müsste Mewtwo sein. Ja, und Blue Baby und Isaac wären vielleicht auch cool, wenn es neue Bosse wären, aber... Ich muss sagen, die Pokémon-Mod, die macht sehr viel Spaß und die ist wirklich cool. Und ich werde euch auf jeden Fall noch ein, zwei neue Charaktere zeigen. Einfach, die haben halt nichts Neues, aber die sehen einfach cool aus. Und bis dahin würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, 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 tschüss!